Hi Leute, es ist egal, wie du dich gerade ernährst, was du isst. Du kannst jetzt den ersten Schritt gehen und deine Ernährung in eine gesündere umstellen. Und dazu gibt es eigentlich nur eine goldene Regel, eine absolut wichtige Regel. Wenn du die beachtest, dann kommst du automatisch in einen besseren Gesundheitszustand, wo du auf Dauer keine Krankheiten generierst und dein Immunsystem sich wieder erholen kann und leistungsfähig wieder wird. Und diese goldene Regel lautet: Iss immer natürlicher und unverarbeitetere Lebensmittel. Also ganz simpel, schau, wie es in der Natur vorkommt. Wir sind heutzutage so weit von der Natur abgekommen und essen hochdenaturierte Lebensmittel, hochverarbeitete Lebensmittel mit E-Nummern, Geschmacksverstärkern, die durch Pasteurisieren und so weiter völlig kaputt gemacht wurden im Nährwert. Und du kannst einfach dahin gehen, dass du jetzt sagst, Schritt für Schritt, zum Beispiel beim Öl, anstatt denaturierte Öle, hocherhitzte Öle zu verwenden, die durch sehr viele Arbeitsschritte und Prozesse gegangen sind, kannst du kaltgepresste Öle verwenden, die weniger denaturiert sind. Und dann kannst du Schritt für Schritt weiter übergehen und zum Beispiel zu Avocados, Kokosnüssen, Nüssen im Allgemeinen, Mandeln, Macadamia, was auch immer, übergehen, was eben natürliche Fette sind. Und dazu habe ich auch eine Liste erstellt, also ich blende sie hier mal kurz ein. Du kannst eben hier, das ist mit einem ganz einfachen Ampelsystem, ich habe es die drei Gelüste genannt, wie du die gesund und lecker stillen kannst. Du ersetzt einfach langsam die Lebensmittel in deinem Haus nach dieser Liste und schaust da einfach einen Schritt besser zu gehen. Also egal, wo du dich jetzt eben befindest in deiner Ernährung, kannst du das machen. Und wenn dir das geholfen hat, dann teile unbedingt das Video, damit jeder hier Schritt für Schritt die Lebensmittel auch langsam integrieren kann und in eine natürliche Richtung sich ernähren kann, um Krankheiten vorzubeugen und das Immunsystem zu stärken und wieder in eine volle Energie und Power zu kommen, überhaupt mal wieder leistungsfähig zu sein, nicht immer dieses müde Schlappheitsgefühl zu haben. Nach dem Essen zum Beispiel, nach dem Schweinebraten, die meisten kennen es doch. Direkt Mittagspause bei der Arbeit, du bist erstmal platt, danach geht nichts. So, wenn du aber was Leichtes isst, was für deinen Körper das richtige Benzin ist, dann fühlst du dich fit und leistungsfähig und bist auch nicht müde nach dem Essen. So, du brauchst keine Pause, du pennst nicht nach der Mittagspause auf der Arbeit ein und dein Kopf fällt dir auf die Tastatur. Ist dann nicht mehr nötig. Also, schau dir die Liste an, teile das Video unbedingt, wenn es dir weitergeholfen hat. Und ansonsten macht's gut, Leute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.